So, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zur heutigen chaotischen Viertelstunde. How to boot a Linux, habe ich es mal genannt. Wir wollen uns ein bisschen damit beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn ihr auf euren Knopf drückt und dass da dann so ein Linux passiert, also irgendwie sowas. Das ist jetzt so ein Gnome, also hier sieht das wohl eher so aus. Aber was passiert eigentlich so vom Knöpfchen drücke bis zu dem da? Auf manche Dinge lege ich mehr Wert, auf manche Dinge lege ich weniger Wert. Aber das ist so die Idee, wo wir hinwollen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, jederzeit unterbrechen, Hand heben, reinschreien, wie ihr mögt, dann können wir das direkt klären. So, also, was passiert denn so? Erstmal eine kurze Frage, wer hier im Raum, alle Hände nach oben, hier, wir machen hier die motivierende Variante, alle Hände nach oben, nehmt eure Hände runter, wenn ihr kein Linux benutzt. Alles klar, wunderbar, der Großteil des Raumes benutzt ein Linux. Das geht's. Jetzt könnt ihr eure Hände wieder runternehmen. Genau, also ich werde mich hier hauptsächlich auf Linux konzentrieren. Andere Systeme funktionieren potenziell ähnlich. Potenziell sind da bestimmte Komponenten zusammengeschweißt oder funktionieren slightly anders. Aber das hier ist primär fokussiert auf Linux. Genau, also wenn ihr auf euren Power-Knopf drückt, das Erste, was passiert, ist, euer Rechner bekommt Strom. Und wenn euer Rechner Strom bekommt, ist das Erste, was irgendwie Strom kriegt, dieses BIOS, wenn ihr ein älteres Gerät habt, oder dieses EFI, wenn ihr ein neueres Gerät habt. BIOS steht für Basic Input Output System und das EFI steht für Extensible Firmware Interface. Was das ist im Wesentlichen so ein EEPROM, also irgendwie diese schwarzen Dinger mit Füßen, die so aussehen wie so ein Elektronikbaustein, aber in Wirklichkeit so ein Tausendfüßler sind, der in eurem Rechner wohnt und den ständig anknabbert. Und was das Ding im Wesentlichen tut, ist Initialisieren der Hardware. Das ist sozusagen die grundlegende Verschaltungsschnittstelle von der Hardware mit den Pins, auf denen ihr dann, oder mit der CPU, mit allem. Und wenn das irgendwie aufwacht, dann denkt es sich, ich wache auf. Das Erste, was ich tue, ist, ich nehme meine erste Festplatte und starte einfach mal den ersten Sektor, der da passiert. So ganz strunzdumm. Und das ist so eine Festplatte und das ist so der erste Sektor hier so ungefähr. Und was dann nämlich passiert, ist, dieser erste Sektor ist üblicherweise, wenn euer System so eins ist, von dem man auch booten kann, dann ist das eins, auf dem ein sogenannter Bootloader installiert ist. Im Falle von vom klassischen BIOS läuft es so, das BIOS geht einfach ganz strunzdumm hin und sagt, erster Sektor, den würde ich gerne ausführen, das ist der hier, und da hat euer Bootloader hoffentlich quasi das Boot-Image hingeschrieben. Das ist das Boot-Image. Das Boot-Image ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Sprunganweisung, wo das BIOS bitte hinzuspringen hat. Da steht im Wesentlichen drin, bitte starte Sektor 54 oder so. Und dann kann man eben hingehen. Im Fall von einem BIOS-System, das ist jetzt das Beispiel für Grub, bei anderen Bootloadern sieht das gegebenenfalls ein bisschen anders aus, aber das Konzept ist so dasselbe. Das BIOS liest hier irgendwie Partition und Sprungadresse und springt dann einfach dahin, wo der Bootloader das reingeschrieben hat. Und da liegt dann das, bei Grub heißt das Core-Image. Und das ist eigentlich der Bootloader, was der dann da drin hat, sind dann Dateisystemtreiber, damit er dann eure Boot-Partition lesen kann. Und diverse andere Treiber, die er eben braucht, um die Platte so in Betrieb zu kriegen, dass er eben da einfach das erste Dateisystem da lesen kann. Und da liegt dann im Fall von Grub, die /boot/grub, im Fall von SysLinux geht er dann in das SysLinux-Verzeichnis rein und liest dann die SysLinux-CFG und hat dann alle Informationen, die er braucht, um von da aus weiterzumachen. Wenn ihr ein EFI benutzt, dann ist das im Wesentlichen so, dass ihr den vorderen Teil nicht unbedingt braucht. Das EFI ist direkt in der Lage, ein bestimmtes Dateisystem zu lesen, nämlich FAT32, das ist so spezifiziert. Und wenn ihr also eine FAT32-Partition hier habt, dann kann das EFI direkt hingehen und direkt den nächsten Schritt, den wir jetzt angehen wollen, machen, ohne dass es sich vorher durch diese Dreierkette durchhangeln muss. Deswegen muss es auch FAT32 sein, weil das im Standard das Einzige ist, für das dieses EFI-Treiber hat. Also dieses Core-Image bei Grub hat irgendwie Dateisystemtreiber für ext mit dabei, für FAT mit dabei, für was weiß ich mit dabei. Und dieses EFI hat eben genau Dateisystemtreiber für FAT32. Und deswegen muss die Partition bei einem EFI FAT32 sein. Wenn ihr so ein System-D-Boot installiert, was im Wesentlichen so ein EFI-Bootloader ist, der ist da auch sehr pingelig, das heißt, wenn der sich sozusagen in der EFI-System-Partition breit macht, der legt super viel Wert darauf, dass diese Partition auch genau das Label FD00 oder so für FAT32 trägt. Dieses Label ist zwar im Wesentlichen egal,
Aber System Deboot ist da ein bisschen pingelig, wahrscheinlich um dafür zu sorgen, dass kaputte EFI-Implementationen daran nicht kaputt gehen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man dann sozusagen diesen Bootloader mal tritt, dann sieht das jetzt im Fall von Grub so aus. Und was wir hier sehen, das ist jetzt ein Bootloader-Bildschirm von Ubuntu 6.06. Schon ein Weilchen älter. Sieht aber im Wesentlichen so vom Konzept immer noch genauso aus. Man hat irgendwie eine Liste von Kernel, die man starten kann. Und da drückt man dann eben auf den, den man haben möchte. Und was dann eben passiert ist, der Bootloader geht hin. Also wenn man einen EFI benutzt, sieht es dann genauso aus. Der liest eben ein, was finde ich da an Kerneln, was kann ich euch anbieten. Drückt man auf den Knopf, was man haben möchte. Und dann sagt der Bootloader, ey Kernel, hier hast du einen Tritt, mach mal. Und dann geht der Bootloader hin und startet das Kernel-Image. Das ist jetzt das, was auf eurer Boot-Partition liegt. Und das Init-RAM-FS. Und was das im Wesentlichen ist, ist ein Minimalsystem, von dem aus jetzt alles Weitere passiert. Wenn ihr eine verschlüsselte Partition einsetzt, was ihr hoffentlich alle tut, dann habt ihr eine unverschlüsselte Boot-Partition. Und diese unverschlüsselte Boot-Partition braucht ihr eben genau, weil dieser Bootloader hier, der hat zwar Dateisystemtreiber für diverse Dateisysteme oder im Fall von EFI für genau ein Dateisystem, hat aber eben keine Informationen darüber, wie man so eine verschlüsselte Platte aufkriegt. Und deswegen, wenn ihr mal in /boot schaut, seht ihr, dass da einmal ein Linux-Image rumliegt und ein sogenanntes Init-RAM-FS normalerweise. Auf den meisten Distributionen sind das zwei Dateien. Und was das genau ist, schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe hier ein Terminal, kann man das lesen? Sehr gut. Und was wir mal machen ist, wir gehen mal nach temp, machen so ein Directory, gehen da rein und dann haben wir irgendwie in Boot, haben wir einmal VM, wir haben einmal VM Linux ist mein Linux. Wenn wir uns das anschauen, das ist ein Linux-Kernel x86 boot executable bz-image. Und daneben haben wir ein initramfs-linux.imk. Und das ist ein LZ4 compressed data. Dieses VM-Linux ist der Kernel, den wir starten. Und dieses initramfs-linux.imk ist einfach ein gepacktes Archiv. Das können wir uns auch anschauen. Wann machen wir es mal hier? Cut boot initramfs.imk. Das können wir einfach nach CPIO pipen, weil das ein CPIO-Image ist. Und dann sagen wir diesem CPIO, ich möchte das gerne extrahiert wissen. Das ist offensichtlicherweise das Command-Line-Flag -i. Und dann legen wir mal los. Und jetzt gehen eine ganze Menge Dinge kaputt. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Ah, ja, na, ich weiß natürlich, warum das... Das ist geparkt, das habe ich natürlich verpeilt. Wir müssen das erstmal entpacken. Init-RAM-FS-IMK. So, den Output sollte ich jetzt aber nach CPIO minus i packen können. Also das Cut hätte funktioniert, wenn das ein unkomprimiertes Image gewesen wäre, aber ich habe ja eben schon demonstriert, dass das ein LZ4 gepacktes Image ist. Und jetzt sehen wir, dass 58.183 Blöcke entpackt wurden. Und zwar in diesen Ordner, in dem wir gerade sind. Wenn wir jetzt in diesen Ordner reinschauen, was erwartet uns da? Wir sehen hier so ein sowas, das sieht im Wesentlichen aus wie so ein Linux. Bäh. Wir sehen hier so ein Bin. Wir sehen hier so ein etc, wir sehen hier proc, wir sehen sys, wir sehen lib, wir sehen Zeug, wir sehen meine Präsentation. Machen wir es mal so. Und das ist im Wesentlichen so ein vollwertiges Linux. Und wenn wir uns halt mal reingehen in usr bin zum Beispiel, dann sehen wir hier eine Reihe von Dingen. Unter anderem sehen wir Crypt-Setup. Crypt-Setup ist das Binary, das wir benutzen, um verschlüsselte Platten aufzumachen. Das heißt, was dieses Init-RAM-FS ist, ist nichts anderes als so ein Minimal-Linux mit Dingen wie zum Beispiel Crypt-Setup drin, mit Dingen wie Mount drin. Mount ist hier.
mit Dingen wie Umount drin, Uname, Unique, Unlink, Zeug. Das heißt, wir haben hier so ein Minimal-Linux, das es uns erlaubt, das gesamte restliche System so aufzusetzen, wie wir das brauchen. Mit Network Shares, mit Zeug, mit bla. Genau. Und wenn wir irgendwie ein bestimmtes Set an, wenn wir zum Beispiel eine verschlüsselte Platte haben, müssen wir eben sicherstellen, dass in unserem Innenram-FS so ein Crypt-Setup mit drin ist. Und das wird dann einfach ausgepackt im RAM. Das wird dann gemountet nach Flash. Dann wird dem Kernel gesagt, mach mal. Und der Kernel rennt einfach mal los und startet ein entsprechendes System. Und das setzt dann euer gesamtes System auf. Und wenn es fertig ist, sagt es, okay, ich bin fertig. Ich übergebe, jetzt ist ja, wir haben jetzt irgendwie Crypt-Setup eingesetzt und Zeug getan. Jetzt ist unser eigentliches System offen, liegt da und das wird dann einfach eingehängt. Und was dann passiert ist, wir haben den Handover. Wenn ihr euch an diesen Bootloader-Screen erinnert, da geben wir dem Kernel bestimmte Parameter mit. Wenn ihr mal einen Bootloader irgendwie selber geschrieben habt, dann seht ihr irgendwie, kennt ihr diese Kernel-Command-Line, dem sagen wir, ich hätte gerne das Linux gestartet, ich hätte mein Init-RAM-FS gerne dazu und ich hätte gerne folgende Kommandozeilen-Parameter. Einer davon ist init. Das ist standardmäßig auf bin-init gesetzt. Und bin-init zeigt dann eben auf das entsprechende Init-System in unserem neuen System. Und das wird dann eben gestartet und kümmert sich dann um den ganzen Rest. Wenn ihr irgendwann mal euer System kaputt gespielt habt und ihr wollt es reparieren und ihr habt irgendwie kein Live-System dabei, könnt ihr dieses Init auch einfach auf /bin/bash setzen. Was dann passiert ist, das Init-RAM-FS kümmert sich darum, dass die Platten aufgemacht werden, dass die Platten gemountet werden. Also wenn ihr zum Beispiel gefragt werdet, bitte gebt euer Passwort ein, damit ihr die Platte entschlüsseln könnt. Das ist das Init-RAM-FS, das fragt. Und wenn es fertig ist, gibt es über an Init. Und Init, wenn ihr bei Init einfach reinschreibt in eurem Bootloader, in die Command-Line, bin bash, übergibt es euch an eine bash, ihr habt eine Shell und könnt in dieser Shell irgendwie euer System angucken, euer System fixen, wenn irgendwas nicht stimmt. Das ist super entspannt, da braucht man nicht mal ein Live-System für. Genau, und dann, was dann passiert, auf den modernen Linuxen, auf den meisten modernen Linuxen ist Init ein Systemd. Das heißt, was dann passiert ist, sobald das soweit fertig ist, rollt das Systemd los und das initialisiert dann alle Hardware, die bisher für die im Init-RAM-FS noch keine Treiber drin sind. Also ich muss zum Beispiel sicherstellen, dass wenn ich irgendwie USB zum Booten brauche, dass in meinem Init-RAM-FS irgendwie USB-Treiber mit drin sind. Und dann dieses System, die was dann da losläuft, initialisiert dann die gesamte Hardware, hat dann alle Treiber, die so im System rumliegen, hat alle Ressourcen, die so im System rumliegen und fährt dann euer System hoch. Und dann kommt ihr irgendwann zu so einer Login-Maske. Da habe ich jetzt natürlich einen großen Teil ausgespart, im Wesentlichen den kompletten Boot-Prozess ab dem Punkt, wo der Kernel an das Init-System übergibt. Aber das ist so ein Ding, das wollte ich heute ganz bewusst aussparen, weil das ein relativ großer, relativ komplexer Block ist, was da alles passiert. Das wollte ich jetzt in dem Talk hier nicht so behandeln. Und dann kommt ihr zu so einer Login-Maske und könnt da dann irgendwie auf Login klicken. Und wenn ihr da seid, dann sieht es bei euch irgendwie so aus. Die Login-Maske sieht dann vielleicht bei euch vielleicht so aus. Vielleicht ist es einfach nur ein Kommando. In so ein Terminal, wo ich einloggt, oder ihr seht das irgendwie gar nicht, weil ihr euch automatisch einloggt, und dann seid ihr im Wesentlichen an diesem Punkt und damit seid ihr fertig. Wenn ihr ihr euch überlegt, ob ihr so ein Init-RAM, wie man so ein Init-RAM-FS baut, ist auch relativ simpel. Wir haben jetzt hier irgendwie diese Dateien. Was ich einfach machen kann, ist, ich liste mir einfach alle Dateinamen. Das mache ich einfach mal mit find. Das sind jetzt irgendwie alle Dateien. Das pipe ich nach CPIO und sage ihm, ich möchte ein neues CPIO-Image kreieren. Das ist offensichtlich das Command-Line-Flag O. Gut, das ist mit Output zumindest gar nicht mal so unintuitiv. Und das schiebe ich dann einfach in mein initramfs.imk. Und jetzt habe ich 58.111 Blöcke geschrieben und habe hier mein myInitRAM-FS imk geschrieben, und mit dem Ding könnte ich jetzt auch einfach, das könnte ich jetzt einfach nach /boot kopieren, und mit dem Ding könnte ich dann wieder booten. Das jetzt nicht komprimiert, das ist richtig, ist aber im Wesentlichen dem Kernel dabei egal. Also diese Kompression ist im Wesentlichen ein Trade-off zwischen wie schnell kann ich von Platte lesen und wie viel CPU kostet es mich, das Ding zu extrahieren, oder auch ein Luxusproblem. Es gibt eine Anmerkung. Da muss ich tatsächlich noch ein C mit dranhängen, ne? Du musst groß H und ein C.
H was? Dieses große H wäre für Mute C. So? Genau. Das wählt ein anderes Format aus, der Kernel versteht nur dieses Format. Ah, okay, dann ist der Kernel da ein bisschen picky, dann muss man tatsächlich das noch mit dranhängen. Und jetzt muss ich um die Datei zu überschreiben. So. Und jetzt sehen wir auch, dass die Blöcke dieselben sind. Und jetzt haben wir hier myInitRamFSImp. Von dem Ding kann ich jetzt auch booten. Oder sollte ich booten können. Habe ich jetzt nicht ausprobiert. Bin ich mir aber relativ solide sicher, dass das funktionieren wird. Gut. Das wäre sozusagen Linux Boot Process in a nutshell. Gibt es Fragen? Wenn man so InitRamFS baut, dann kann man so viel von Hand machen. Wie du es gerade gemacht hast. Normalerweise kümmert sich ja irgendwas in der Distribution darum. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Tool während InitRamFS Debugging-Prozess brauche, weil was auch nicht im InitRamFS standardmäßig drin ist, gibt es denn eine einfache, schöne Möglichkeit, das da reinzubringen? Ich hatte den Fall mal, dass ich nur ins InitRamFS kam. Das ist natürlich ein bisschen lästig, wenn man nur ins InitRamFS kommt, weil wenn du ein spezielles Tool ins InitRamFS packen möchtest, kommt es, ist die erste Antwort, kommt drauf an, was du benutzt. Arch Linux benutzt MKCPIO und da kannst du in der Config-File tatsächlich bestimmte Binaries spezifizieren, die er mit reinpacken soll. Oder auch bestimmte Kernel-Module, was ich zum Beispiel, wenn du zum Beispiel sicher sein möchtest, dass du eine externe Tastatur benutzen kannst beim Booten, dann kannst du zum Beispiel explizit reinschreiben, dass du das generische Human Interface Device, den generischen Hit-Treiber immer mit im InitRamFS hast. Aber wenn ich jetzt ein explizites Binary brauche, was nicht wirklich die Dependencies hat, dann... Schreibst du das, also bei Arch schreibst du das einfach in das entsprechende Array rein und er packt das mit ein. Fedora benutzt Drakut, soweit ich das weiß, zum Bauen des InitRamFS und Debian weiß ich gerade nicht, aber da vorne sitzt jemand, der das mit Sicherheit weiß. Also Fedora benutzt Drakut, ja. Genau, was benutzt Debian? Genau, Update in den RAM-FS. Für Hook-Skripte und gelöst das halt irgendwie Pakete, die halt noch irgendwie da dabei sind, die müssen die da dazwischen hängen. Also wenn man die LVM gezählt hat, dann hat er da, gibt er da Hook-Skripte ein, um zu erkennen, ob dein Root auf LVM liegt und gibt dann halt den LVM-Kabel in den RAM-FS. Wenn halt kein LVM zu gut durch wird, dann halt nicht. Und so diverse ja. Andere Dinge halt auch. Genau, also auch ein bisschen auch so Autodetect-Funktionalität. Genau, ein Update in RAM-FS, das hat gegebenenfalls schon mal jemand, der auf dem Debian unterwegs ist, benutzt. Ich erinnere mich tatsächlich auch, das schon mal benutzt zu haben, jetzt wo du es sagst. Also Update InitRamFS von Debian hört sich definitiv so an, als könntest du das da auch reinhängen und ich bin mit Sicherheit gibt es da in Drakut auch einen Weg. Da ich die beide aber bisher nicht wirklich benutzt habe, zumindest nicht in der Tiefe, kann ich dir da jetzt nicht weiterhelfen. Der große Trick beim Debuggen von InitRamFS halt immer, ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen, also wie es bei Drakut und bei MKCPIO in InitRamFS aussieht. Es gibt, zumindest bei Debian ist es so, es gibt einen Kernel-Parameter Break, den man angeben kann. Und dann kann man sagen, an welcher Stelle man gerne in InitRamFS mal noch eine Shell zum Debuggen kriegen möchte. Zum Beispiel kann man sagen, Break gleich Pre-Mount. Dann kriegt man eine Shell an dem Punkt, kurz bevor er das Unterteilsystem mounten würde. Ah, das ist natürlich auch eine spannende Sache. Zum Beispiel kriegt man auch, wenn das Unterteilsystem nicht findet. Ja, das war einfach. Das kriegt man auch, wenn das Unterteilsystem nicht findet. Ach, die Shell ist das. Der Default aber erst nach 180 Sekunden Timeout, weil der einfach sehr lange wartet, bis vielleicht irgendwelche Plattencontroller sich noch im Nachhinein gehotpluggt und UDEF haben und weiß ich nicht was. Da kann man auch irgendwie ein Parameter Root Delay ist gleichsetzen, der per Default auf 180 steht. Denke, wenn man halt weiß, okay, ich habe irgendwie die Treiber und das, keine Ahnung, die Konfiguration, das Unterteilsystem sowieso zerspielt, der kann das nicht finden. Kann man gut der auf 10 setzen, dann ist man irgendwie schneller in der Stelle, als wenn man irgendwie danach einen Sekunden lang deutlich hinter dem Vorrechner, gerade wenn man das recht wiederholt macht, weil man es nicht auf den ersten Anhieb gleich wieder gefixt kriegt. Ja. Gut. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche noch einen angenehmen Chaos-Treff.